Hallo, sag mal, was hat eigentlich der Apfel und der Honig gemeinsam? Und zwar brauchen die, jedenfalls viele Sorten von Obst und Gemüse, genau wie der Honig, ein gewisses Tier, das wir aus dem Check-in kennen, welches wir auch im Check-in-Garten beobachten können, um überhaupt existieren zu können oder überhaupt da sein zu können. Und zwar ist dieses Tier ein Insekt, das von Blüte zu Blüte fliegt und dabei sogenannten Blütenstaub mitnimmt und dadurch die einzelnen Blüten bestäubt. Das ist die Grundlage dafür, dass so manche Frucht überhaupt wachsen kann. Nur so kommt es dazu, dass wir so viel Obst und Gemüse in unseren Supermärkten finden, wie wir es kennen. Aber die Tiere nehmen auch von dem, was sie gesammelt haben, einiges mit nach Hause. Denn die leben in ganzen Völkern, die können bis zu 50.000 von diesen Insekten groß sein. Und die haben auch eine echte Königin. Und wenn die dann ankommen mit dem Gesammelten, sieht das ungefähr so aus. Dieses Nektar und so nehmen die mit als Nahrung für sich selber. Das legen die dann an und versorgen damit ihre Jungen oder sich selber über den Winter. Aber man kann, also das macht dann ein Imker, von diesem, was die Tierchen gesammelt haben, bisschen was rausnehmen und denen dafür andere Nahrungsmittel geben. Und das Rausgenommene, das verarbeiten wir dann zu unserem Honig. Genau. Meine Frage ist, wie heißt dieses Tier, das wir auch im Check-in beobachten können? Wenn ihr es wisst, dann schreibt uns wieder hier auf YouTube oder bei Insta oder WhatsApp und fürs richtig Raten bekommt ihr wieder einen kleinen Preis. Super, dass ihr dabei seid. Macht's gut!